Schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Antrag der AfD stellt eine ganze Glaubensgemeinschaft unter Generalverdacht. Sie stellt das Grundrecht auf Religionsfreiheit infrage. Solche Anträge, meine Damen und Herren, und das haben wir auch in der Rede gehört des Kollegen, sind voller Hetze und Rassismus und sind brandgefährlich. Auf Worte folgen oft abscheuliche Taten, meine Damen und Herren. Das wurde noch nicht gesagt. Das Feindbild Islam und Muslime sind seit geraumer Zeit eine wichtige Bindekraft der Rechtsradikalen und des Rechtspopulismus in ganz Europa geworden, meine Damen und Herren. Und die Folge: Viele Muslime werden zunehmend diskriminiert und ausgegrenzt. Viele Muslime fühlen sich bedroht in unserem Land. Jeder Dritte ist Opfer, jede Dritte ist Opfer von Diskriminierung. Allein im Jahr 2017 gab es nach Angaben des Bundesministeriums des Inneren 1069 Angriffe auf Muslime oder muslimische Einrichtungen, Herr Gauland. Der Großteil aller politisch motivierten Delikte sind doch rechte Straftaten. Von der Gesamtzahl von fast 40.000 Straftaten im Jahr 2017 wurden 20.520 Fälle Rechtsextremisten zugeordnet. Moscheen werden mit Schweineblut beschmiert oder angezündet. Meine Damen und Herren, Sie gehen Ihrem Antrag genauso vor, und das wurde auch schon gesagt, wie die, die Sie immer kritisieren, wie die Islamisten selbst. Ihr Islambild, Ihre Lesart und Ihre Zitierweise des Koran sind so schriftgläubig wie ein salafistischer Prediger. Ich verweise nur auf Ihr Potpourri von Koranzitaten, und genau wie ein Salafist leugnen auch Sie die Notwendigkeit der historischen Exegese, auch des Islam. Sie ignorieren die Vielfalt des islamischen Lebens und der islamischen Theologie, nicht zuletzt auch in Deutschland. Sie sagen, islamistische Attentäter berufen sich zur Rechtfertigung ihrer Taten auf den Islam bzw. Gebote des Koran. Aber, meine Damen und Herren, Andreas Breivik bezeichnete sich auch als hundertprozentigen Christen. Das allein ist kein Argument für Ihre kruden Thesen. Der Kulturkampf, den die AfD mit ihrem Antrag heraufbeschwört, ist kein Mittel des Rechtsstaates, sondern verstößt seinerseits diametral gegen unsere Grundwerte, gegen die Menschenrechte, die Freiheits- und Gleichheitsrechte unseres Landes. Der inquisitorische Eifer Ihres Antrages ist mittelalterlich, Herr Gauland. Ich frage mich deshalb, was der Antrag eigentlich, und das wurde auch schon gesagt, unter geeigneten Maßnahmen die religiösen Inhalte zu unterbinden, verstehen mag, die die Bundesregierung ergreifen soll. Glühende Kohlen und Daumenschrauben bis zum Abschwören vom Koran, meine Damen und Herren? Aber mal im Ernst, Ihre Forderung nach der Unterbindung der Verbreitung religiöser Inhalte auch innerhalb der Religionsgemeinschaft geht erkennbar und weit über die Regelungen in Artikel 140 Grundgesetz hinaus. Glaubensinhalte können nicht untersagt werden, sondern ausschließlich Handlungen von Religionsgemeinschaften. Und hier ist der deutsche Rechtsstaat ganz klar, das haben die Kollegen auch gerade von der Linken deutlich gemacht. Wer im Namen von wem auch immer aggressiv kämpferisch gegen die Rechtsordnung vorgeht, wer gegen Gesetze verstößt, wer sich strafbar macht, wird dafür mit rechtsstaatlichen Mitteln zur Verantwortung gezogen. Da kann sich niemand hinter der Religionsfreiheit verstecken. Meine Damen und Herren, Muslimas und Muslime, davon viele mit deutscher Staatsbürgerschaft, sind seit langer Zeit selbstverständlich Bestandteil des sozialen und kulturellen Miteinanders in Deutschland, auch in diesem Parlament im Übrigen. Deutschland ist ein religiös und weltanschaulich vielfältiges Land, und das ist auch gut so. Das müssen wir schützen, meine Damen und Herren, und das müssen wir schützen, nicht vor dem Islam, sondern ich glaube vor Ihnen. Wir müssen ethnischen und religiösen Minderheiten in unserem Land Anerkennung und Wertschätzung begegnen. Meine Damen und Herren, ich wünsche mir und unsere Fraktion wünscht sich mehr Austausch und die Bereitschaft zur gegenseitigen Akzeptanz, ein starkes Bekenntnis zu einer solidarischen Gesellschaft und ein
gemeinsames Suchen nach Antworten für die Herausforderungen einer multireligiösen, aber säkularen Gesellschaft. Und dafür werden wir im Übrigen in Berlin am Samstag wieder mit tausenden Menschen auf die Straße gehen, meine Damen und Herren. Wir sind mehr, wir sind unteilbar. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Alexander Hoffmann, CDU/CSU.